Willkommen zurück in Marmoset Toolbag. Wie vorhin gesagt, ich habe jetzt alle Maps mal gebaked und jetzt drücke ich einmal Preview. Tada! Da haben wir die gebackten Sachen. So, wie ich vorhin schon sagte, beziehungsweise es sieht echt gut aus, muss ich sagen. Es war noch ein bisschen glossy, aber das kommt vom, vom Shader, vom Hintergrund. Was ich sagen wollte, hier, dieses... Ja, wie nennt man das? Das ist verpixelt, das gefällt mir nicht. Das möchte ich auch ändern. Hier drin, hier sieht es ganz gut aus. Das kann man so behalten von der Größe her. Aber die Seite müssen wir ein bisschen größer skalieren. Die können wir eigentlich lassen. Das heißt, wir nehmen einfach die Faces, die hier in der Mitte sind. Die müssen wir noch nehmen, größer skalieren. Und die hier die Innenseite, die könnte man dann eventuell noch ein bisschen größer skalieren. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Die müssen wir auch noch nehmen. Aber sieht sehr gut aus. So gefällt es mir. So, dann schauen wir nochmal die Rückseite an. Sieht auch sehr gut aus. Sehe ich jetzt keine großen Fehler mehr. Hier drinnen eventuell noch. Aber der Rest passt. So. Dann wollen wir mal auf Fehlerbehebung gehen. Und zwar, wir öffnen mal Blender, gehen einmal zu unserem Low Poly. So, dann gehen wir bei unserem Low Poly einmal in den Edit Mode. Dann nehmen wir mal die Faces raus, die eben ein Overlap machen. Das sind einmal die hier. Ups, nicht das da, sondern das. Und wo war das andere? Da, darunter war es. Und nein. Nein, das. So, das sind die zwei. Die nehmen wir mal, die grabben wir mal irgendwo anders hin. Machen wir das mal darüber, ein bisschen kleiner. Das interessiert eigentlich keinen, sieht man nicht. So, was wollten wir jetzt machen? Einmal, die Flächen haben wir gesagt, die wollen wir ein bisschen schöner machen, beziehungsweise größer. Deswegen wähle ich die mal an. Die grab ich mal hier runter. Dann hier die Unterseite wollten wir noch machen. Deswegen nehmen wir mal die ganzen Faces. So, dann war noch... Achso. Ja, da haben wir ja dieser Overlap immer noch. Da müssen wir kurz ein bisschen anders machen. Nicht einzeln anwählen, sondern einfach mit der C-Taste so eine Auswahl holen und einfach so anmalen. So gehen wir, sicher, dass wir auch die Unterseite mitnehmen. So den ganzen Face darunter. Dann machen wir nochmal da hier. Dann einmal da. So, was braucht man noch? Die hier braucht man noch. Wo ist sie denn? Wo sind sie denn? Da sind sie. So, schau, dass das nicht zu viel auswählt, sondern nur die, die wir brauchen. Dann müssten das die noch sein. Das habe ich jetzt ein bisschen zu viel ausgewählt. Das gleiche müssen wir nochmal da machen, für die Rückseite. So, jetzt einmal
Ups, einmal die Geldtaste. Sie setzt mal hier runter. Hier habe ich noch welche ausgelassen. Sehr schön. So, einmal die noch anwählen. Jetzt müssen wir alle haben. Ja, jetzt haben wir alle. So, dann brauchen wir einmal den Ring. Den wollen wir noch ein bisschen größer machen. Das sind einmal die Flächen hier. Dann einmal noch die Rückseite mitnehmen. Da drücke ich einfach auf Steuerung Link. Das war alles. Ja, nee, da fehlt noch was. Okay, das haben wir ganz komisch gemacht. Okay, da haben wir alle. Rückseite haben wir auch alles. Einmal hier runtersetzen. Jetzt schaue ich nochmal im Marmoset Toolbag, wie das eigentlich da oben aussieht. Wir da noch was machen müssen. Ja, ich glaube, ein bisschen sollte man das noch größer skalieren. Dann sieht das auch besser aus. Gut, dann machen wir das frisch. Das heißt, das waren, glaube ich, die Flächen hier. Einmal anwählen, Steuerung Link drücken, dann haben wir die alle. Ja, das sind einmal die. Und dann noch die Innenseiten, also die Flächeninnenseiten, wo der Chevron drauf ist. Das sind einmal die hier. Und die bringen wir mal hier rüber. Und das sind jetzt alle Details, die wir haben, beziehungsweise die wir brauchen. Deswegen mache ich hier mal Fix Scale lasse ich mal drin, Lock Overlap lasse ich auch drin. Dann mache ich das mal ein bisschen kleiner. Ja, so. Die hier mache ich ein bisschen größer. Jetzt wähle ich mal alles an und gehe auf Pack. Overlap Check. Ja, haben wir einige, die overlappen. Aber das sind, wie gesagt, immer noch die Flächen, die auch overlap sein müssen. So, nehme ich nochmal alles, mache es mir größer. Einmal nochmal Pack. So, jetzt probieren wir es nochmal. Da haben wir eigentlich alles gemacht, ja. Dann einmal, ach so, ja, da hatten wir noch das Problem, genau. Warum die hier nicht, wo ist es denn? Okay, die haben wir hier nicht drin. Sehr interessante Sache. Das heißt, wir wählen die mal an. Steuerung Link. P, Separate by Selection. Machen hier eine Mirror Modifier rein. Oder schon eine Mirror Modifier. Ich bin gerade beim Überlegen. Ne, eine Mirror Modifier machen wir nicht rein. Wir machen einen Array Modifier rein. Relativ weg, gehen auf Object Offset und dann machen wir unseren Outer Empty. Den Count auf 9. So, dann schauen wir mal, ob es irgendwas gemacht hat. Sieht nicht so aus. Müssen wir kurz auf Fehlerbehebung gehen. Nehmen wir mal einen anderen. Empty.028 war auch einer. Nee, das. Ach so. Ich war im falschen Objekt, sorry. Da. Das müssen wir auswählen. Einmal auf Relativ weg. Object rein. Hier war es der Outer Empty. Und Count auf 9. Ja, jetzt passt wieder. Sorry für das, habe ich nicht gesehen, dass ich das falsche Objekt ausgewählt hatte. Gut, einmal den Applyen. Da müssen wir noch überall, ja, da passt noch. Dann wählen wir einmal dieses Objekt an, dieses Objekt, STRG J, für Join. Passt immer noch. Jetzt machen wir den Bevel Modifier an und jetzt exportieren wir das Ganze nochmal. Und zwar in unseren Finalordner FBX und da haben wir hier unser Cypher Asset Low und High. Selected Object und
Apply Modifiers, das passt. Und einmal exportieren. So, dann warten wir kurz, hat es schon exportiert. Einmal speichern. Dann gehen wir in Marmoset zurück. Du siehst ein Riesenchaos. Das ist eben, weil die Maps neu reingeladen wurden. Wir machen die mal alle weg. So. Einmal speichern. Und dann machen wir nochmal den Normal Bake an. Einmal auf Preview. Und schon passt es wieder. So. Da haben wir einen Fehler, vermutlich wegen den Skew nochmal. Müssen wir nochmal schauen. Oder da Offset ist es. Eins von beiden jedenfalls. Schauen wir unseren Skew an. So, dann müssen wir einmal darüber. Nee, da haben wir das Problem. Das ist, glaube ich, kein Problem. Das ist ein Problem wegen dem Overlap. Malen wir mal ein bisschen. Ach, das ist immer noch der Array, okay. Jetzt macht er ganz komische Sachen. Gehen wir nochmal auf Bake. So, jetzt passt's. Wenn du sowas siehst, das ist vermutlich der Offset bei dem Objekt. Da ist viel zu groß gesetzt. Den müssen wir ein bisschen kleiner drehen, aber das Problem ist, wenn wir den jetzt kleiner drehen, dann drehen wir das auf einem kompletten Objekt kleiner. Deswegen gehen wir hier auf Paint Offset. Suchen uns die zwei mal raus. Ich glaube, das war... Da irgendwo müsste es gewesen sein. Dies müsste es gewesen sein. Dann malen wir hier mal nicht auf schwarz, sondern auf grau auf weiß. Und dann malen wir so leicht rein. Bevor wir das machen, müssen wir aber zuerst Auto-Bake ausmachen, sonst baket er die ganze Zeit, wo wir malen. Und das kann eventuell ein bisschen anstrengend sein. So, dann machen wir das. Ne, das malt er jetzt falsch. Wir sind doch auf schwarz. Gehen wir auf dunkleres Grau. Und du siehst, wenn wir so leicht drauf gehen, da fängt das schon an. Bisschen grau noch, bisschen schwarzer. So, probieren wir es mal so. Einmal Baking gehen, einmal speichern. Ne, den Fehler gibt er immer noch aus. Dann schauen wir uns nochmal den Skew an. Sollte eigentlich so passen. Ne, grau will ich nicht malen, komplett schwarz will ich malen. Dann malen wir uns das Objekt an, damit es überall schön gedreht ist. Oder das ist einfach ein Problem bezüglich dem Überlappen auf der UV-Map. Müsste ich mal schauen. Was ich jetzt aber mal mache, um zu testen, wie das Ganze aussieht, ist einen finalen Bake machen. Wie wir es vorhin gemacht haben, hier die ganzen Maps an. Und dann, sobald die fertig sind, beziehungsweise sobald die fertig gebaked sind, sehen wir uns wieder. So, dann sind wir wieder. Ich drücke einmal Preview. Und dann sehen wir, da haben wir immer noch den Fehler drin. Da müssen wir mal schauen, ob es das ein Problem vom Overlap ist. Das werde ich aber off-Kamera machen. So, dann schauen wir uns mal die Details an, wie die rausgekommen sind. Ja, hier sieht es besser aus. So wollte ich es haben. Die sind auch nicht mehr so jaggy, also so pixelig. So kann man es lassen. Wenn es dir immer noch zu pixelig ist, dann kannst du die, wie gesagt, immer noch größer skalieren. Und im nächsten Video werde ich dir sagen, wie ich das resolved habe hier drin. Und genau, dann bis zum nächsten Mal. Im letzten Video habe ich euch versprochen, dass wir uns noch den Fehler hier anschauen. Ich muss sagen, das hat mich ziemlich an Zeit gekostet, diesen Fehler zu bereinigen. Aber im Grunde war es eigentlich ganz einfach, denn im High-Poly-Modell habe ich vergessen, den Array-Modifier bei denen wieder anzumachen. Deswegen hat das so gräulich ausgeschaut. Ich dachte zuerst, das ist ein Ambient Occlusion Map Fehler, aber nachdem ich alles durchgegangen bin,
konnte ich den Fehler nicht finden und im Endeffekt habe ich kurz auf die Halbpoli geschaut und tada, es hat wieder geklappt. Also ich habe die Maps nochmal neu gebaked und jetzt haben wir hier das finale Objekt mit den ganzen Details drauf. Schön detailliert, so wie wir es wollten. Und mit dem können wir eigentlich schon in Substance Beta weitermachen. Aber bevor wir das machen, müssen wir noch eine Kleinigkeit anpassen in Blender. Und zwar einmal hier die Innenseite, wie wir es gesagt haben, bevor wir angefangen haben, die zu baken, dass wir die noch ein bisschen reinmachen. Und das war es eigentlich im Groben und Ganzen. Deswegen gehe ich mal auf Blender zurück, schalte mal mein Low-Poly-Modell an, gehe hier in den Edit-Mode rein und dann wähle ich mir hier die Innenflächen an. So, das sind einmal die da. Ne, Moment, das sind nur die in der Mitte, genau. Deswegen wählen wir nur die an. So, dann brauchen wir noch die andere Hälfte. Wo ist sie denn? Da ist sie. So, nachdem wir die jetzt ausgewählt haben, drücken wir mal Shift S, Cursor to World Origin. Das passt, 3D Cursor oben. Und dann mit Scale Shift Z können wir die ein bisschen reinmachen. So würde ich es lassen. So, dann exportieren wir mal das Ganze. Sci-Fi Asset Low. Und jetzt starten wir schon Substance Painter. Das heißt, wir gehen einmal hier auf New. Bei File Select gehen wir auf unseren Meshes, die wir erstellt haben. Da den Projektdateien ist es einmal unter Final FBX, einmal das Sci-Fi Asset Low. Einmal öffnen. Das hier können wir so lassen, wie es ist. Bei Import Mesh Normal Maps und so weiter drücken wir auf Add. Hier gehen wir auf unsere eben erstellten Maps. Das heißt, einmal auf Export bei Marmoset. Wir wählen alle an, drücken hier auf Öffnen und schon können wir importieren. So, die Steuerung hier in Substance Painter ist ungefähr so wie in Marmoset Toolbag, aber wenn du die Alt-Taste zum Beispiel gedrückt hältst, Moment, so einmal Alt-Taste gedrückt halten, dann siehst du unten links, ich kann nur die Maus nicht benutzen. Genau, wenn du die Shift-Taste drückst, kannst du einmal die ganzen Befehle sehen, die du machst. Bei Alt ist das gleiche, bei Steuerung und so weiter. Also mit Alt-Taste kannst du einmal drehen und einmal dich bewegen, so wie in Marmoset Toolbag. Ich zoome mal hier ran. So würde ich sagen, damit wir auch die Details sehen, die wir reinmachen. Wir gehen jetzt einmal in Text-to-Set Settings. Da können wir unsere ganzen Maps eintragen. Das heißt, wir gehen hier unten in der Leiste mal auf Texture, das war's. Und dann müssen wir einmal noch, gehen wir mal Sci-Fi ein, dann haben wir unsere ganzen Maps, die wir gebaked haben. So, dann fangen wir da an mit der Normal Map, die ziehe ich mal einmal mit Drag and Drop hier rein. Dann kommt die Normal Ob Object Map, das ist einmal die Space Normal. Dann haben wir die Position Map, die kommt hier auf Position. Thickness kommt hier rein. Dann haben wir noch Darts welche. AO, Ambient Occlusion, kommt da rein. Und zu guter Letzt die Curvature, die kommt auch hier rein. So, dann bewegen wir uns mal kurz. Und schon haben wir die ganzen Maps und die Details reingeladen. Sieht auch sehr gut aus. Hier die Rückseite. Die Vorderseite. So, dann war das ein kleines Video bezüglich dem anderen Fehler, den ich noch hatte. Und jetzt würde ich sagen, cutte ich mal hier, beziehungsweise im nächsten Abschnitt geht es dann nur mit Substance Painter weiter. Bevor wir jetzt in Substance Painter richtig durchstarten, möchte ich vorher noch eine Kleinigkeit ändern an unserem Modell.
Und zwar, ich möchte hier die Innenseite, also praktisch da, ein Glas drauf haben. Und das soll hier noch ein Glas Shader bekommen. Da müssen wir noch eine Kleinigkeit dazu modellieren. Und das machen wir jetzt mal gleich. Ich gehe mal zurück in Blender. Dann holen wir unser High-Poly-Modell raus. So, dann schauen wir uns das Ganze von oben an. Also, gehen wir in den Local View rein. Praktisch möchte ich, dass da jetzt so eine Fläche drauf ist, dass das Glas emittiert. Das heißt, ich gehe mal in den Edit Mode. Was wir jetzt eigentlich brauchen, ist eigentlich nur die Flächen hier. Das heißt, ich wähle die mal an. So, dann nehmen wir die nächsten mit. Ups, die Fläche wollte ich nicht. Ich zeige sie jetzt, wie ich es bei denen mache, und beim Rest werde ich dann vermutlich einen Schnelldurchlauf machen. Ist eigentlich eine ganz einfache Sache, und zwar, wenn du die ausgewählt hast, dann drückst du einmal die Shift-D-Taste, duplizierst die, die separierst du vom Objekt, vom restlichen. Das heißt, wir haben nur noch die. So, dann gehen wir nur noch mit denen in den Local View rein. Ups. So, da sind wir. Und was wir jetzt machen, einmal alles anwählen, Spacebar Tristus to Quads, damit wir das schon mal ein bisschen weg haben. Da haben wir immer noch Face bzw. Edges, die brauchen wir nicht. Ups, die brauche ich unbedingt. So, die lösche ich mal. Okay, die kann ich nicht löschen, deswegen... Die kann ich aber löschen. Und den Punkt, den sliden wir mal hoch. Und jetzt machen wir es ganz einfach. Den müssen wir noch hoch machen. Alles anwählen bei Distance. Und jetzt füllen wir einfach die Faces. So, gehen das komplett durch. Okay. Du siehst, die Flächen sind jetzt komplett falsch gedreht. Siehst du auch so. Das sind die, also die Innenflächen sind gerade außen, deswegen wir mal alles an. Machen wir Recalculate Outside. Dann passen die Flächen auch wieder. So, dann mache ich das wieder aus. Jetzt müssen wir unseren Bevel Modifier nochmal aktualisieren. Das heißt, wir gehen einmal unter. Wo war das nochmal? Das heißt, wir gehen einmal unter. Beziehungsweise wählen eine Face Edge aus. Dann haben wir hier unseren Bevel Weight, den kopieren wir uns und dann gehen wir auf Select Sharp Edges und machen den mal komplett weg und machen den wieder rauf. So, dann passt das auch wieder. Da braucht man nochmal einen Bevel drin, das heißt wir wählen einmal die Edges aus und kopieren den rein. So, damit haben wir hier nochmal eine harte Kante. Und das war's eigentlich schon. Mit dem Objekt können wir jetzt in Substance Painter noch gehen und das als Glas definieren. Aber bevor ich das mache, mache ich noch die andere Seite und dann sehen wir uns wieder. Beziehungsweise ich mache da jetzt einen Schnelldurchlauf. So, da bin ich wieder. Also ich habe die Seite jetzt auch gemacht. Ich wähle einmal die Seite und hole die Seite an. Drücke einmal STRG J für Join.
Dann müssen wir das gleiche noch auf die Unterseite machen. Da machen wir einfach ein Mirror Modifier rein. Nicht auf der X-Achse, sondern auf der Z-Achse. Schon passt das. Den applyen wir mal. Auf den anderen müsste es auch passen. Ja, sind wir gut arrayed. So, das Ganze, da haben wir ja noch ein Bubble von 3 drin. Das Ganze duplizieren wir jetzt mal. Das heißt mit Shift D. Moven das einmal zu unserem Low-Objekt. So, gehen wir da wieder rein. Hier machen wir die Segmente runter auf 1. Und dann gehen wir einfach in unsere UV-Map rein. Hier sind wir ja noch drin. Hier lade ich, also wenn du hier kein Bild mehr drin hast, dann kannst du es einfach hier unten raussuchen. Das war unser, glaube ich, untitled, ja. So. Das Ganze machen wir jetzt mal, also das machen wir jetzt mal lokal. So, dann schauen wir mal, wie wir das am besten unwrappen. Also, ich möchte gern, dass... Das, also die klappen wir mal runter. Da machen wir einen Cut rein, aber wenn wir da... Hier machen wir mal da einen Cut rein. Und da. Maxim, alles anwählen, unwrap. Dann schauen wir uns das mal an. Das ist einmal dieses Objekt, das wir gerade gemacht haben. Okay, das sieht nicht so gut aus. Applyen wir mal Alt Transform. Haben sich was ändert? Nein, eher nicht. Okay, dann probieren wir eine andere Methode. Einmal die Angle Based. Ne, die bringt auch nichts. Sieht zwei aus, auch nicht. Okay. Dann müssen wir das Ganze anders unwrappen. Und zwar, wie kann man das jetzt am besten machen? Oh, warte mal, hier habe ich einen Cut vergessen, oder? Kann das sein? Ach ne, der ist schon drin. Machen wir mal da die Cuts weg. So, dann machen wir da noch welche hin. Ja, sieht auch ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Ne, dann machen wir die mal weg. Da noch weg. Die machen wir hin. Da machen wir noch einen hin. Alles im Rappen. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Okay. Ich glaube, die Form können wir beibehalten. Das heißt, wir machen jetzt mal alles gleich. Wir machen die Cuts überall gleich, wo sie beim anderen sind. So, das ist einmal da. Okay, hat es überall gleich unwrapped, so ich das sehe. Dann machen wir das gleich nochmal auf dieser Seite. So, jetzt probieren wir mal was bei UV Packmaster. Und zwar die Option, wo ist sie denn? Müsste da irgendwo sein. Align Similar. Da kann man praktisch alle, die gleich sind, einmal darauf machen, aber ich sehe gerade, das macht er nicht richtig. Okay. Das können wir leider nicht so machen. Nee, die macht er nicht richtig. Ich wollte etwas Platz sparen. Aber gut, dann können wir das nicht machen. So, dann machen wir das einfach anders. Und zwar, wir löschen die Unterseite.
machen da wieder einen Mirror Modifier rein. Und zwar auf die Z-Achse. Und jetzt löschen wir einmal die, ich glaube, die Seite Villa. Ja, die Seite. Also die rechte Seite löschen wir auch. Dann haben wir nur noch die Seite und nur noch die paar an UV Islands. Also die 6 Stück. Und am Ende applyen wir dann den Mirror Modifier. Das heißt, wir wählen wieder unser Hauptobjekt an, nehmen unser Nebenobjekt, gehen einmal in den Edit Mode. Beziehungsweise wir nehmen zuerst unser eben erstelltes Objekt, wählen das alles aus. Ja, haben wir ja. Wir nehmen unser Hauptobjekt, nehmen unser Nebenobjekt, gehen in den Edit Mode, nehmen mal unsere ganzen erstellten Faces, machen die mal hier rüber. Ups, da haben wir was zu viel mitgenommen. So, das wollte ich jetzt nicht. Einmal die. So, dann schauen wir mal, wie wir das am besten machen können. Ich bin gerade beim Überlegen, die brauchen eigentlich nicht so viel Platz. Das heißt, wir scalen die mal kleiner. Dadurch, dass es nur ein Glas-Shader drauf gemacht wird, brauchen die eigentlich nicht so viel Detailstufe, also so viel Details, die man drauf malen müsste. Und da habe ich eins ausgelassen. Und da fülle ich jetzt einfach ein bisschen die Spaces. Das machen wir mal da rein. Okay, dann applyen wir den Mirror Modifier. Und schon haben wir die gelegt. Wir machen noch das Objekt. Im nächsten Video machen wir das Objekt fertig und dann exportieren wir alles nochmal in Marmoset und vom Marmoset dann wieder in Substance Beta und dann können wir anfangen.